Hi zusammen und herzlich willkommen an diesem 25. Dezember zu meiner Top 10 der besten Spiele 2022, die ich gespielt habe. Ich hoffe, ihr seid reich beschenkt worden und ja, wir unterhalten uns heute über die besten 10 Spiele, die mir in diesem Jahr untergekommen sind. Und wie das immer so ist, ist das eine persönliche Liste. Das ist meine Meinung. Da werden gleich einige Überraschungen dabei sein, die sicherlich für viel Diskussionsstoff sorgen werden. Also, lasst uns loslegen, ich zeige euch meine 10 Picks und freue mich auf eure Kommentare. Viel Spaß! Bevor wir gleich mit dem 10. Platz einsteigen und der sicherlich für viel Diskussion sorgen wird, möchte ich ein kleines Vorwort platzieren, denn mir ist etwas aufgefallen, ich habe etwas gemerkt in diesem Jahr. Nämlich, dass ich müde werde von großen Open-World-Spielen oder großen AAA-Produktionen, die auch eine Open World bieten. Ihr werdet das gleich verstehen, wenn ich über die Platzierungen rede, aber mir ist aufgefallen, dass je mehr dieser großen Bombastspiele mit Open World 40, 60 Stunden Gameplay erscheinen, umso weniger Kraft habe ich übrig, diese Spiele zu spielen, weil die sich hier und da in vielen Facetten einfach so sehr gleichen. Und deshalb habe ich auf dieser Liste sehr, sehr viele Games, die eben nicht das sind. Keine Bombast Open World Dinger, die mich irgendwie 30, 40, 60 Stunden unterhalten, weil ich einfach gemerkt habe, ich persönlich bin dieser überdrüssig geworden. Aber das dazu, bedenkt das bitte, wenn ich jetzt hier über die Platzierungen spreche und wie das immer so ist, meine Liste, meine Picks. Ich bin gespannt auf eure Liste, eure Picks, knallt die in die Kommentare und wie immer, seid bitte respektvoll in der Diskussion. Und jetzt starten wir mit Platz Nummer 10. Mein Platz 10 ist God of War Ragnarok. Ja. Ich glaube, ich bin der Einzige auf dieser Welt, der dieses Jahr God of War Ragnarok auf der 10 platziert. Aber warum ist das so? Nun, mich hat God of War Ragnarok angestrengt, will ich es mal nett formulieren. Das Spiel, ich habe glaube ich 28 Stunden gebraucht dafür. Ich habe wenig Nebenquests gemacht, aber selbst da hatte ich das Gefühl, dass es mir 15 Stunden zu lang ist. God of War Ragnarok ist ein gutes Spiel. Und nochmal, das ist die Top 10. Ne? Es sind ja mehr als 10 Spiele erschienen in diesem Jahr. Aber trotzdem ist es so weit unten, weil ich einfach das Gefühl habe, dass God of War Ragnarok sehr anstrengend und monoton zu spielen war, zumindest für mich. Abseits einer bombastischen Präsentation, das Spiel hat mit die beste Grafik, die ich seit langem gesehen habe auf der PS5, hat es mir wenig zu bieten gehabt. Ich fand die Story nur gut. Ich habe relativ viele, fast nicht schon alle Wendungen vorhergesehen, die dieses Spiel geboten hat. Dementsprechend hat mich die Geschichte nicht umgehauen. Es war okay. Die hat hier und da hat sie ein bisschen vor sich hingeplätschert und hat eben dafür gesorgt, dass viele Stellen auch relativ langgezogen waren. Und das hat mich angestrengt. Es hat keine offene Welt. Nein, hat es nicht. Aber es hat halt einen sehr monotonen Spielablauf. Ihr rennt von A nach B, zerschlagt Kisten und kämpft immer wieder in kleinen Arenen gegen Gegner. Das war es streng genommen. Und das ist ja okay, das kann Spaß machen. Das kann für 5 Stunden, für 10 Stunden, für 15 Stunden Spaß machen. Aber wenn ich nach 15 Stunden an diesem Spiel dran sitze und mich von Cutscene zu Cutscene kämpfe, weil mich nichts anderes interessiert, ist es sehr, sehr anstrengend. Und dementsprechend habe ich es auf der 10 platziert. Von dem Bombast-Faktor ist es einfach nur mega geil und wäre definitiv irgendwo wahrscheinlich auf Platz 1 gelandet. Aber trotz allem geht es hier eben nicht um Bombast. Grafik ist nicht alles. Grafik ist wichtig, aber es macht eben kein gutes Spiel aus. Und das habe ich erneut bei God of War Ragnarok gemerkt, weil ich ja auch damals, 2018, kein allzu großer Fan vom Reboot war. Schlimm fand ich auch, dass Kratos zu einer Randfigur verkommen ist. Der mürrische alte Boomer-Dad, der irgendwie immer nur murrt und nichts Gescheites von sich gibt. Ich fand einfach, die Charakterzeichnung von Kratos in God of War Ragnarok wurde einfach der Figur nicht gerecht. Aber das ist, wie gesagt, meine komplett persönliche Meinung und dementsprechend hier God of War Ragnarok auf der 10. Platz Nummer 9 ist genau das Beispiel, was ich in meinem Vorwort gemeint habe, nämlich Horizon Forbidden West. Gutes Spiel, Hammer-Grafik, tolle Open World, aber auch hier hat es mich irgendwann angestrengt. Ich war froh, als ich mit diesem Spiel durch war. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich gebraucht habe, 30, 35 Stunden, keine Ahnung. Aber ich hätte mehr spielen können. Das Spiel hat mehr geboten, mehr Sidequests, mehr Orte, die ich noch nicht gesehen habe. Aber ich bin total müde dessen geworden. Weil vor allem bei Horizon Forbidden West habe ich gemerkt, ja,
Guerilla Games haben an der Grafik geschraubt, aber so viel besser sieht es nicht aus wie der erste und es bietet auch nicht so viel mehr. Die Kämpfe haben sich relativ gleich gespielt, ja, es gab ein paar andere Facetten, es gab andere Monster und so, aber nichtsdestotrotz hatte ich konstant das Gefühl, bei Horizon Forbidden West spiele ich ein Horizon Zero Dawn 1.5. Und das hat mir anfangs sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe den ersten Teil. Der erste Teil war 2017 mein Game of the Year. Es war nicht Zelda Breath of the Wild, es war Horizon Zero Dawn. Und deshalb ist es, verwundert es mich selber, dass ich in diesem Jahr den Nachfolger auf die Neuen gepackt habe. Aber es macht mir einfach zu wenig, um einen höheren Platz zu rechtfertigen. Ich habe auch da mich durchgekämpft. Irgendwann ab der Mitte war bei mir die Luft raus und ich habe einfach nur noch die Hauptquest gemacht, in der Hoffnung, schnell mit dem Spiel durch zu sein. Auch hier trifft das Gleiche zu wie bei God of War. Es ist wunderschön, tolle Spielwelt, vor allem wenn man es auf einem OLED spielt. Richtig nice, aber es hat mich ermüdet, weil auch hier der Spielablauf relativ ähnlich bleibt und auch hier die Geschichte vor sich hin plätschert. Wenn ich einen repetitiven Spielablauf habe, den nun mal viele Open-World-Spiele bieten. Es ist zwar nicht Ubisoft-Niveau, wo man abarbeiten muss, aber es ist halt doch irgendwo immer dasselbe. Aber dann brauche ich eine Story, die mich packt. Ich brauche Charaktere, die mich emotional mitnehmen, um eben die Reise bis zu Ende mitzumachen. Und das hat mir Horizon Forbidden West dieses Jahr einfach nicht geboten. Das ist schade. Ich freue mich auf den VR-Ableger. Mal gucken, ob der was reißen kann, ob der mich nochmal total begeistern kann. Aber Horizon Forbidden West ist bei mir halt dieses Jahr leider nur auf dem 9. Platz. Platz Nummer 8 kann ich nicht in die Kamera halten, weil ich das digital gespielt habe, nämlich Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Und eigentlich wollte ich keine Remakes mit auf die Liste packen, denn sonst hätte ich noch ein paar andere Spiele mitnehmen können. Aber ich habe bei Final Fantasy bzw. Crisis Core eine Ausnahme gemacht, weil ich das Spiel früher nicht gespielt habe. Es ist das erste Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe. Zudem erschien es auf der PSP 2008 und war damals schon so ein absoluter Nischentitel für viele und ich bin froh, dass Square Enix den Schritt gewagt hat, das Spiel nochmal geremaked hat. Es ist ein toller Bonus für alle Final Fantasy Fans, vor allem auch für die, die sich jetzt mit dem Remake nochmal beschäftigt haben, und das ist ein toller Teil der Final Fantasy Remake und Final Fantasy VII Rebirth, das ja nächstes Jahr ansteht, so ein bisschen verbindet. Mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja auch ein ausführliches Video dazu gemacht, das verlinke ich euch an dieser Stelle. Ich fand auch, dass die Anpassungen, die gemacht wurden, haben dem Spiel sehr, sehr gut getan. Vor allem das Kampfsystem ist ja stark überarbeitet worden. Ich habe ja im Zuge des Playthroughs von Reunion ja auch das Original auf der PSP nochmal gespielt. Und dann habe ich gemerkt, wie fummelig das eigentlich ist mit nur einem Analogstick damals. Aber all die Knackpunkte, die Negativpunkte, die Final Fantasy Crisis Core damals hatte auf der PSP, hat Square Enix hier nochmal verbessert, angepackt und auch hier eine Präsentation gezaubert, die wirklich, ja, schön ist. Vor allem auch auf der Switch, das muss man dazu sagen, die Switch-Fassung ist wirklich 1A geworden. Schade, dass die Animationen da nicht angepasst wurden, aber das sind so kleine Kritikpunkte, die wahrscheinlich auch Final Fantasy Fans verschmerzen können. Warum es bei mir trotzdem nur auf der 8 ist, ist folgender Punkt. A ist es, ja, wie soll ich sagen, man merkt dem Spiel diesen Handheld-Ursprung an. Man merkt dem Spiel in vielen Facetten an, dass es immer noch ein PSP-Spiel ist. Es ist ja nichts Schlechtes, aber es wäre unfair, das Spiel höher zu platzieren wegen diesem Aspekt, weil da einfach viele Spiele auch Neuerscheinungen sind in diesem Jahr, die einfach mehr bieten. Und deshalb hier auf Platz 8. Aber trotzdem, gutes Spiel, solltet ihr als Final Fantasy oder Action-Rollenspiel-Fan gespielt haben. Mein Platz Nummer 7 wird jetzt wahrscheinlich viele überraschen, denn es ist Sword and Fairy 7, ein chinesisches Action-Rollenspiel, über das ich dieses Jahr gestolpert bin, und ich bin froh, dass ich das Spiel entdeckt habe. Auch dazu habe ich ein Video gemacht und in meinem Video seht ihr und habt ihr wahrscheinlich gehört, wie heftig mich dieses Spiel überrascht hat. Es kam aus dem Nichts, bot eine wunderschöne Grafik, eine tolle Geschichte, die chinesische Mythologie mit Fantasy, mit klassischer Fantasy vereint, richtig tolle, liebevolle Charaktere, ist nicht zu lang, hat keine Open World und ein wirklich gutes, zugängliches Kampfsystem. Und dementsprechend hat es mich wirklich umgehauen. Ich habe das in einem Rutsch durchgespielt, was mir bei Rollenspielen nicht mehr oft gelingt. Und ich wollte es an dieser Stelle einfach würdigen, weil es mich einfach von vorne bis hinten bei der Stange gehalten hat. Eben nicht wie ein God of War und auch nicht wie ein Horizon Zero Dawn. Hier hatte ich in jeder Sekunde meinen Spaß, auch weil ich eben gemerkt habe, da ist ein Studio hinter, das auch wirklich liebt,
was es tut. Und das merkt man bei Sword and Fairy. Auch das ist nicht perfekt. Auch da hat man ein paar grafische Fehler und ein paar Bugs und so. Aber wir reden ja auch hier nicht von einem AAA-Titel, wie es da von Sony ein paar gab. Und ja, der Jansel, der zieht mich ja so ein bisschen auf immer in unseren Podcasts mit Sword and Fairy, aber ganz ehrlich, wer das Spiel gespielt hat, der wird es zu schätzen wissen. Ihr dürft nur nicht den Fehler machen und mit den Vorgängern einsteigen, denn Sword and Fairy ist wie gesagt der 7. Teil. Es gab 6 Vorgänger und auch der 6. ist damals auf der PS4 erschienen, ist aber ein grundsätzlich anderes Spiel. Rundenbasiert, sieht aus wie ein PS3-Spiel und definitiv sehr, sehr anstrengend. Die Entwickler haben mit Sword and Fairy 7 so ein kleines Reboot gewagt und da ist ein richtig schönes Spiel bei rumgekommen. Wenn ihr also auf Action-Rollenspiele steht und englischen Untertiteln und chinesischer Sprachausgabe nicht abgeneigt seid, was somit der größte Kritikpunkt am Spiel ist, dann wird euch das Spiel sicherlich überraschen, glaubt mir. Platz Nummer 6, ein Spiel, zu dem ich erst vor einigen Tagen ein Video gemacht habe, nämlich Evil West. Und ich habe in meinem Video eigentlich alles dazu gesagt. Evil West ist mit die Überraschung des Jahres für mich, weil es einfach vom Spielablauf genauso ist wie Spiele, die ich vor 10, 15 Jahren gespielt und geliebt habe. Es ist ein traditioneller Third-Person-Shooter mit einem sehr, sehr coolen Setting. Sowas wie Vampire, Cowboys, Steampunk, alles in einem. So ein bisschen, ja, Van Helsing ist da drin und das macht einfach nur richtig Spaß. Es ist sehr, 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 sehr blutig. Es nimmt sich nicht ernst. Es hat eine Story, die vielleicht zu ernst irgendwo ist, aber das ist auch der schöne Kontrast, weil die Charaktere sind so ein bisschen wie bei Gears of War, so ein bisschen aufgeblasen, überzeichnet und das merkt man dem Spiel halt auch an. Es ist 12 Stunden lang, hat keine Open World, hat lineare Level, wo es wirklich zur Sache geht, es hat viele verschiedene Waffen, ein sehr durchdachtes Kampfsystem und eigentlich, wenn ihr mehr zu dem Spiel wissen wollt, dann schaut euch mein Video dazu an, da sage ich eigentlich alles. Es hat mich wirklich von vorne bis hinten unterhalten und ein Spiel, das auch hier aus dem Nichts kam und mir einfach mehr Spielspaß beschert hat als ein God of War oder Horizon Forbidden West. Und das ist etwas, was ich hier an dieser Stelle würdigen möchte. Ich habe einfach gemerkt, dass mir solche Spiele einfach mehr taugen als eben große Open-World-Kracher wie die zuvor genannten. Und dementsprechend habe ich das hier an dieser Stelle platziert. Jetzt kommen wir zu den Top 5 und jetzt werden sicherlich auch einige Überraschungen folgen, denn auf Platz 5 habe ich das hier. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Und was habe ich auf dieses Spiel gewartet und was hat es meine Erwartungen erfüllt? Ein richtig, richtig toller Brawler. Wer damals Turtles in Time gespielt hat oder das Turtles-Spiel auf dem Mega Drive, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Und wer einfach schönes, oldschooliges Koop-Gekloppe haben möchte, der wird hier total bedient. Den Entwicklern ist es gelungen, den Charme der alten Konami-Turtles-Spiele in die Neuzeit zu transferieren. Es hat Couch-Koop, es hat Online-Koop, es hat eine wunderschöne Pixel-Grafik und ein total kurzweiliges Gameplay. Und der Zauber darin liegt, glaube ich, in den kurzweiligen und kurzen Levels. Es überanstrengt euch halt nicht, es zieht sich nicht in die Länge. Die Level sind wirklich, wirklich sehr, sehr kurz, sehr abwechslungsreich. Ihr durchfahrt auf einer Minimap mit einem Van verschiedene Punkte. Es gibt sehr, sehr viele Anspielungen, sehr, sehr viele Charaktere, die man von früher aus der Turtles-Serie kennt und alles rundum so gelungen, dass ich das auch damals in einem Rutsch durchgespielt habe mit einem Kumpel zusammen. Deshalb habe ich es nicht gecaptured, deshalb habe ich da auch kein separates Video zu gemacht. Aber ich habe Turtles Shredder's Revenge, ich hätte schon fast gesagt Turtles in Time, aber Turtles Shredder's Revenge total gemocht. Und ich möchte es an dieser Stelle würdigen, denn ich finde, dass das Spiel sonst einfach in der Fülle dieser Mainstream-AAA-Dinger untergeht. Und das ist schade und dementsprechend hier bei mir ganz hoch platziert auf der 5. Zu meinem 4. Platz habe ich in meinem Video gesagt, dass es das beste Spiel des Jahres für die Nintendo Switch ist, nämlich Bayonetta 4. Und ich muss dieses Statement ein bisschen überdenken oder habe es überdacht, weil es kommen noch 2 Switch-Spiele gleich, die meiner Meinung nach doch so im Umkehrschluss, also rückblickend betrachtet, besser sind. Aber nichtsdestotrotz ist Bayonetta ein verdammt geiles Spiel. Es ist grafisch nicht das Beste, um Gottes Willen. Grafisch wischt ein Evil West damit den Boden auf, ne? Nur mal so. Aber Bayonetta 3 hat mir etwas gegeben, was keines der zuvor genannten Spiele getan hat. Nämlich, es hat mich konstant überrascht. Und das ist etwas, was mir, einem 36 Jahre alten Gamer, der seit 30 Jahren Videospiele spielt, nicht mehr oft passiert. Und aus eben genau diesem Grund habe ich es nach so weit oben gepackt. Zudem hat das Ende für mich einen der What the Fuck-Momente im Gaming, die ich dieses Jahr erleben konnte. Und deshalb auch
eben diese Platzierung auf dem vierten Platz. Es ist grafisch, wie gesagt, leider enttäuschend. Ich glaube, an vielen Stellen sieht sogar der zweite besser aus. Aber ich habe es schon zuvor gesagt, Grafik ist für mich nicht alles. Grafik macht kein gutes Spiel aus. Und was Bayonetta einfach geschafft hat, ist mich konstant von den Socken zu hauen. Jedes Kapitel, jeder Kampf, jeder Moment in diesem Spiel war einfach so crazy, sodass ich da einfach vor dem Fernseher gesessen habe und meinen Mund nicht mehr zubekommen habe, weil es mich einfach so überrascht hat. Und daher habe ich es hier noch vor Turtles Shredder's Revenge und vielen anderen Spielen auf der Nummer 4 platziert. Platz Nummer 3 ist ein Open-World-Spiel, aber Platz Nummer 3 hat etwas, was die anderen Open-World-Spiele auf dieser Liste nicht haben. Ich rede von Xenoblade Chronicles 3. Und ja, es ist eine Open-World, aber diese Open-World hatte einfach etwas Magisches, was ich bei zum Beispiel einem Horizon Forbidden West einfach nicht gefunden habe. Dieses Spiel hat einfach eine Größe und eine Magie, die ich selten gesehen habe. Zuletzt wahrscheinlich wirklich bei Xenoblade Chronicles 2. Es ist halt eine Spielereihe, die mir sehr am Herzen liegt. Ich finde, Xenoblade Chronicles 1 vor allem ist eins der besten Spiele aller Zeiten. Es hat eins den besten Soundtracks aller Zeiten. Und der Soundtrack hier ist auch gut. Er kommt nicht an 1 und 2 ran, aber trotzdem ist er sehr, sehr schön. Ich höre ihn privat sehr viel. Mir haben aber hier auch die Charaktere gefallen. Mir hat hier die Party komplett an sich super viel Spaß gemacht. Es waren sehr sympathische Charaktere allesamt. Es war ein sehr durchdachtes, schönes Kampfsystem, das mir besser gefallen hat als bei Xenoblade Chronicles 2 zum Beispiel. Und mich hat einfach die Geschichte von vorne bis hinten begeistert, auch wenn es am Ende einen Hänger gab. Aber wenn ich hier ein Spiel habe von 60 Stunden Spielzeit, die ich dafür aufgewendet habe, und mir dann am Ende ein paar Stunden die Story so ein bisschen durchhängt, dann ist das für mich kein Kritikpunkt. Und ich finde, Xenoblade Chronicles 3 gehört auch grafisch zu den besten Spielen. Es hat eine wunderschöne Open World. Wir reden hier natürlich von Switch-Verhältnissen. Grafisch, rein grafisch gesehen, ist die Open World von Horizon Forbidden West einfach besser. Das ist klar, da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Aber vom Aufbau, vom Setting, von den Bereichen, die man bereist, von den Dingen, die man sieht in dieser offenen Welt, hat mir Xenoblade Chronicles 3 einfach deutlich besser gefallen. Es ist für mich mit das beste Rollenspiel, was ich dieses Jahr gespielt habe. Es kommt zwar noch eins, aber Xenoblade Chronicles 3 ist ganz, 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 ganz weit oben, weil es mich eben in Sachen Open World, in Sachen Kampfsystem, in Sachen Story und Charaktere sehr mitgenommen hat. Und deshalb habe ich eben diese 60 Stunden investiert, wo viele andere Spiele mich bereits nach 13, 14, 15 Stunden verloren haben. Also von daher ein verdienter Platz Nummer 3. Jetzt kommen wir zum zweiten Platz und wahrscheinlich dem besten Nintendo-Spiel des Jahres. Und das ist Kirby und das Vergessene Land. Und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal ein Kirby-Spiel so weit oben platziere. Aber auch hier, Kirby hat auch wieder etwas geschafft, was ein Bayonetta geschafft hat. Es hat mich überrascht. Wobei ich bei Bayonetta mit einer gewissen Erwartungshaltung drangegangen bin. Denn sowohl Bayonetta 1 als auch Bayonetta 2 waren ja bereits schon recht crazy. Und deshalb war ich war gespannt, was Bayonetta 3 mir bietet, aber ich hatte eine gewisse Grunderwartungshaltung. Und die hatte ich bei Kirby nicht. Denn ich bin, vielleicht wisst ihr das, ich bin nicht der allzu große Kirby-Fan. Ich habe ein paar Kirby-Spiele gespielt, auf dem N64, auf dem GBA, auf dem Super Nintendo, aber die haben mich nicht alle umgehauen, weil Kirby für mich immer so ein sehr seichtes Gameplay bot. Und dann kam eben Kirby und das Vergessene Land und Nintendo hat hier einfach die komplette Kirby-Formel auf den Kopf gedreht und hat hier einen richtig schönen 3D-Hüpfer gezaubert mit ganz vielen tollen Ideen, einem wunderschönen Soundtrack, toller Technik und einfach einem Rundumpaket, wie man es von Nintendo kennt. Kirby und das Vergessene Land ist das einzige Nintendo-Spiel dieses Jahr, das die gewohnte Nintendo-Qualität bietet und auch das Seal of Quality, dieses Qualitätssiegel von Nintendo, auch wirklich verdient. Und aus diesem Grund habe ich es auf die 2 gepackt. Wäre nicht der erste Platz, der gleich kommt, wäre das hier wahrscheinlich mein Game of the Year geworden, wenn man es so betrachtet. Also, ganz, ganz tolles Spiel, sehr kurzweilig, nicht zu kurz, nicht zu lang, hat einen Zwei-Spieler-Koop-Modus und alles in allem ein absolutes Must-Have für jeden Switch-Besitzer. Und jetzt kommen wir zu meinem Platz 1. Und mein Platz 1 ist ein Indie-Titel. Deshalb kann ich ihn euch nicht in die Kamera halten, weil ich ihn digital gekauft habe. Es kommt aus Deutschland, es ist ein Rollenspiel und es wurde nur von einem Menschen entwickelt. Und ja, die Rede ist natürlich von Chained Echoes. Ich habe das Spiel im Dezember gekauft, ich habe es verfolgt vorher, ich habe mir ein paar Trailer angeschaut, ein paar Vorschauberichte und ich habe mir gedacht, ja, es hat Potenzial. Und deshalb wollte ich den Entwickler Matthias Linder unterstützen. Und deshalb habe ich die 25 Euro in die Hand genommen, habe mir das Spiel gekauft und mein Gott.
Mein Gott, hat mich Chained Echoes von den Socken gehauen. Es ist ein Liebesbrief an die 16-Bit-Rollenspiel-Ära. Und ich bin mit 16-Bit-Rollenspielen groß geworden. Mit Secret of Mana, Chrono Trigger, Final Fantasy VI und vielen anderen. Und deshalb macht mir vielleicht Chained Echoes auch so viel Spaß, aber Chained Echoes ist kein 16-Bit-SNES-artiges Rollenspiel. Es ist einfach so viel mehr. Matthias Linder hat es geschafft, einfach all das, was damals gut war, mitzunehmen, zu verbessern und den ganzen Ballast der damaligen Spiele heute aufhalten würde, wie eine zu hohe Encounter Rate oder wie ein zu steifes Kampfsystem oder zu viele Dialoge, hatte einfach weggeschnitten und einfach aus Chained Echoes ein Spiel gezaubert, was nahezu das perfekte 16-Bit-Rollenspiel ist. Es hat einen unfassbar schönen Cast an Charakteren. Es hat eine sehr, sehr schöne Story, die mit ganz, ganz vielen Wendungen kommt. Ich bin jetzt über 20 Stunden dran und ich werde immer wieder alle paar Stunden überrascht, weil die Story sich wieder um 180 Grad dreht. Es hat ein sehr cooles, traditionelles Kampfsystem, was aber mit einer Overheat-Mechanik daherkommt. Man hat eben eine Leiste, wo man eben nicht in diesen Überhitz-Modus geraten muss. Es ist ein bisschen schwer zu erklären hier jetzt, ohne auf die ganze Spielmechanik einzugehen, aber es ist halt sehr, sehr taktisch, sehr, sehr fordernd und man muss halt wirklich jeden Zug abwägen. Denn die Gegner, auch normale Gegner, können euch in einem regulären Match platt machen, wenn ihr nicht aufpasst. Das Spiel hat Max. Es hat eine wunderschöne 16-Bit-Optik, die aber nicht nach RPG Maker wirkt. Sehr, sehr viele verschiedene Szenarien. Einen Soundtrack, der so auch aus seinem Chrono Trigger stammen könnte. Ich bin hin und weg. Ich habe nach 20 Stunden, keinen einzigen Kritikpunkt an dem Spiel. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, aber das kann ich verzeihen, ist, dass im Dialog, im Text halt recht viele Fehler drin sind. Sowohl Schreibfehler als auch Grammatikfehler, als auch zum Beispiel, dass plötzlich englischer Text kommt statt deutscher. Aber das ist nichts, was man nicht irgendwie nachpatchen könnte. Und dadurch, dass er es, wie gesagt, alleine entwickelt hat, ist das komplett zu verzeihen, weil da ist so viel Text drin und da steckt so eine coole Geschichte hinter, die in den ersten 5 Stunden das Ausmaß gar nicht zeigt. Man muss das einfach weiterspielen. Und je weiter man spielt, umso größer wird die Geschichte. Und ich schwärme da eigentlich nur noch von und deshalb, aus genau diesem Grund, weil es mich so überrascht hat, weil es mir einfach vieles bietet, was mein Nostalgie-Retro-Gamer-Herz erfüllt, aber sich dennoch modern anfühlt und aus einfach eben diesen genannten Gründen habe ich es dieses Jahr auf Platz 1 platziert und vor God of War. Und ja, ich weiß, ich habe einige Spiele nicht erwähnt, wie hier zum Beispiel Elden Ring. Warum nicht? Das Ganze ist ein Game of the Year für so ziemlich jeden auf dieser Welt. Ich habe es zu wenig gespielt. Ich habe mal reingeschaut, habe gemerkt, okay, ich muss mich da verbeißen, habe da gerade keine Zeit für beiseite gelegt und das war's. Also ich habe es einfach zu wenig gespielt, um das beurteilen zu können. Ich habe natürlich auch andere Spiele mitgebracht, die es nicht auf die Liste geschafft haben, wie Need for Speed Unbound. Ich spiele das gerade mal seit 2 Stunden, zu wenig, um es beurteilen zu können, aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Ein Star Ocean, das Neue. Freue ich mich sehr darauf, habe ich aber noch nicht die Zeit gehabt, das zu spielen. Deshalb, vielleicht wäre es auf dieser Liste, weil es ja eigentlich wieder recht gut sein soll. Und zuletzt ein A Plague Tale Requiem, was mir auch aus den gleichen Gründen wie God of War und Horizon nicht gefallen hat. Es war einfach zu zäh, vor allem im letzten Drittel habe ich mich durchbeißen müssen und das ist kein Kriterium, um es eben auf diese Liste zu schaffen und dementsprechend lag es halt einfach, wenn ihr so wollt, auf der 11. So, und dementsprechend ist es hier nicht aufgetaucht. Aber ja, das waren meine Top 10. Ich glaube, da ist, wie gesagt, für den einen oder anderen eine Überraschung bei, aber das ist alles eine subjektive Liste und ihr habt gemerkt, bis auf Xenoblade Chronicles 3, was ich auf der 3 platziert hatte, gab es kein anderes Spiel, was eben diese modernen Konventionen beinhaltet, wie unfassbar großes Narrativ oder AAA-Produktion oder Open World. Ja, die Spiele hatte ich drin, aber auf Platz 9 und 10. Ansonsten waren das eher kleinere Titel, die mich einfach unterhalten haben und die mir einfach gezeigt haben, ja, aus diesem Grund spiele ich, aus diesem Grund liebe ich das Medium Videospiel. Und das war's. Das war meine Top 10
der Spiele 2022. Mich würde jetzt natürlich eure Meinung interessieren zu den von mir genannten Games, aber auch natürlich eure eigene Top 10. Haut die in die Tasten und schreibt sie mir in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich jetzt wirklich auf eure Picks und ja, bedanke mich für den Support, den ihr mir dieses Jahr zukommen habt lassen. Bei all meinen Patreons, bei allen meinen Kanalmitgliedern. Und nicht vergessen, es wird noch ein paar Videos geben zwischen den Feiertagen. Also es kommt noch dieses Jahr ein bisschen was. Haltet die Ohren steif und habt eine schöne Weihnachtszeit. Bis demnächst. Adios. Tschüss. Euer Andi.